Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir spielen wie Alexander der Große, nur ein bisschen anders. Also, Entschuldigung, nach seinem Tod wollen wir natürlich die Größe des makedonischen Reiches wiedererlangen. Und dafür haben wir ja mit Pergamon einen Klientel gemacht oder zu unserem Klientel gemacht, und der reist hier ziemlich viel an sich, was mir nicht so gefällt, weil hier müssen wir eigentlich jetzt hinmarschieren bis hin nach Alexandria. Was interessant ist, dass Alexandria, die beiden sind noch Seleukiden und sonst ist alles weg. Die Seleukiden wurden... Ah, hier ist noch einmal Seleukiden. Und sonst ist alles weg. Das ist schon heftig. Also die Seleukiden habe ich eher selten vernichtet gesehen. Aber das kommt halt auch manchmal vor. So, wir werden jetzt erstmal schauen, bevor wir hier jetzt mit den Pergamonen mit Pergamon Richtung Alexandria marschieren, will ich erstmal meine öffentliche Ordnung und mein Geld wieder ein bisschen hochpushen. Und das machen wir am besten. Warte, 2 von 2, wo sind denn die alle? Die brauche ich nicht, ich brauche die da. Da ist eine. Und hier ist einer, da drüben. Warte, dann schicke ich den. Warte, was kann der eigentlich? Panem und... Okay, ja, okay, der ist eigentlich ganz... Den wollte ich, glaube ich, da... Nee, wollte ich nicht da rein tun. Was ist mit der da? Was kann die? Forschungsrate. Ja, okay, die ist auch nicht so, so klasse für eine Armee. Und die Scouts brauche ich eigentlich auch. Ja, okay, dann. Dann bleibt die Armee mal oben. Und dann werde ich in Zukunft, wenn er ein Agent von mir stirbt, dann werde ich da mal dann den in die Armee tun. Oder vielleicht kann ich die Armee ein bisschen kürzen. Was ist das denn? Bürgerkavallerie und... Waffe der Stufe 2. Also die... Ups. Die Kavallerie, die werde ich höchstwahrscheinlich hier nicht mehr brauchen. Aber ich tu mal die Bürgerkavallerie weg, weil die ist teurer und die hat schon eine Rang 4, also die andere Kavallerie. Deswegen behalte ich die mal. Handel. Das da brauche ich jetzt eigentlich nicht. Das da brauche ich auch nicht. Dann mache ich hier vielleicht auch Handel. Dann bekommen wir mehr aus unseren Handelsabkommen. Und dann bekommen wir eben davon ein bisschen mehr Moneten. So. Sklavenaufstand. Ja, ich lass mal das Video. Einen Mann zu brechen ist leicht, seinen Geist zu brechen weniger. Kein Sterbenswörtchen. Selbst in der Finsternis wird ein Mann versuchen, seine Fesseln zu sprengen und Rache zu nehmen. Schön,
Schön. Ich bin mal gespannt, was die Seleukiden noch rausreißen können. Ich habe letzte oder vorletzte Folge ja überlegt, ob wir den Seleukiden noch ein bisschen Kohle zustecken können, damit die... Echt? Wie soll ich das denn gewinnen? Der hat extrem viel Kavallerie. Alter. Okay, dann sehen wir diese Folge mal einen Kampf. Hätte ich nicht gedacht. Ganz ehrlich, mit so einer fetten Kavallerie-Armee ist also, es ist so easy, mit so einer Armee zu gewinnen, vor allen Dingen mit den Plänkler-Einheiten. Kann er eigentlich die beiden total easy töten, also vor allen Dingen die Pikinier-Einheit. Und die Fernkämpfer reitet er um. Und ich weiß gar nicht, wie ich die aufhalten soll. Warte mal. Also hier habe ich auch Fernkämpfer. Ich habe nur Fernkämpfer. Das ist mal sowas von unpraktisch. Ah, cool. Hier ist die fette Statue. Nee, ich wollte gerade auf den Ball und nicht auf zielen. Okay. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich muss mich irgendwo einbunkern. Anders geht's nicht. Okay, hier einmal. Hier einmal bitte in die Phalanx. Die passen hinten auf, beziehungsweise die halten einfach nur die Typen auf. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Das Gute ist, dass er die nicht erschöpft, wenn sie schnell rudert. Oder? Ja. So. Ich habe auf jeden Fall auch zwei Katapulte dabei. Das ist gut. Das ist gut. Wieso kann ich... Ah, ich habe auch... Auch königliche Peltasten, das ist auch super. Oder warte noch, bis der da weg ist, sonst rammt ihr euch gegenseitig. So. Genau, Peitschen ist auch gut. Warte, die zwei tue ich hier hin und die da oder nach da. Das ist nicht gut. Schnell, schnell, sonst kommen die vorbei. Schnell, schnell, schnell. Das war ein süßer kleiner Charge. Oh nein, jetzt.
fahr nicht da rein, ne? Unser General wird angegriffen. Die Makedonier sind bereit. Das ist schon mal gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Königliche Peltasten! Männer wanken. Königliche Peltasten, doppelte Geschwindigkeit! Liga Makedoniens! Nimm das! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Das ist schon ganz gut. Schießen die? Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schieß mal schön da rein. Marschiert jetzt mal dahin. Der feindliche General ist tot. Richtig. Okay, wenn er sich so anstellt, dann kann ich auf jeden Fall nicht verdienen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt schön hier rein pfeffern. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
erwartet eure Befehle! Königliche Feldhaften, verschwindet sie! Ja, also hier so, das ist so, das... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition... Wie gesagt, das Schlechteste, was er hätte machen können. Ich meine, das ist... Da baut er ja nicht mal mehr... Ja, er kann jetzt eigentlich nichts mehr machen, außer sich abschießen lassen, ne? Bereit zum Einsatz. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist echt, ja, krass. Oh, das war gemein, habt ihr das gesehen? Das ist hier abgeprallt und dann da reingeflogen. Schön jetzt noch hier reinfeiern. Was machst du da? Stopp. Hui! Platsch. Hey, warte mal. Ich kann falsch zurückschießen, ne? Ups. Die drei schießen auf mich. Das ist so bitter einfach, das ist so bitter. Ja, ich meine, wenn er seine Armee wegschmeißen will, okay. So. Oh. Ah, das war zu tief. Alter, das war auch ein... heftiger Schuss. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Wie wendet sie, hä? Unser General ist gefallen. Das war ja klar. Da, jetzt reicht mir. Jetzt wird gepusht. Ja. So, jetzt war's das. So, schön alles aufrauchen, was es noch gibt.
Lapper See von wegen. Schau mal, der hat keine gekillt. Ist vollkommen. Also. Was soll denn das? Junge, das macht man doch nicht. Vor allen Dingen als Sklaven, die haben nur eine Armee. Und ja. Na egal. Naja, dann bekomme ich ein bisschen Geld wieder. Ich mach mal die. Hohe Chance auf Sezession. Wollt ihr mich verquaken? Warum denn? 65%. Dann sichere ich mal die Loyalität. So, was mache ich hier? Was Schönes mache ich hier. Keltisch geht auch hoch. Ich brauche was für die öffentliche Ordnung, aber auch für Wohlstand. So. Das da ist auch einer von mir, das ist gut. Weil ich schon mal wer abspringen würde. Also wieder nur die, okay. Aber die haben auch. Die haben auch eine Hoplitenkaserne, deswegen reiße ich die mal ab, damit. Genau, damit ich keine krasse Armee als Gegner dann haben werde. Minus Nahrung ist eigentlich ganz in Ordnung. 4 aus allen Quellen, 5 aus Landwirtschaft, Kultur, Seehandel, Industrie. Hier ist eigentlich gerade nicht viel. Ha. Dann mache ich aus allen Quellen. So. Ist gut. Du hörst mal auf zu marschieren. Minus 5 ist es. Warum? Kulturelle Unterschiede. Das geht hoch. Unterhaltung. Ja, okay. Dann habe ich schon wieder nichts mehr. Okay, dann bin ich schon wieder fertig. So, ich bin mal gespannt, was Rom gegen Sparta noch machen kann. Oh. Mein Sparta geht ziemlich ab gerade da oben. Kann ich euch mal zeigen dann. Ach, die Sklaven sind weg, okay. Das ist gut. Rang erhöht, Mission erteilt, eroberte eine beliebige Siedlung. Ja, okay, das mache ich. Aber das Problem ist, welche? Alter, Parthien? Die sind ja riesig. Parthien, da unten ist Parthien. Parthien hat jetzt ganz Mesopotamien. Hier oben ist auch Parthien. Wahrscheinlich hat er Parthia. Und Parthien hat sich. Okay, hat sich hier durchgeschlagen bis hier. Hier ist Parthien auch. Eieiei. Parthien wird nochmal heftig. Weil gegen Parthien müssen wir auch kämpfen. Fertigkeiten.
Sichtfeld und so. Dann gehe ich jetzt mal hier runter. Mit dem gehe ich da runter. Ah, verdammt. Da werden bald. Ich brauche. Minus Steuersatz und lokaler. Großzügig. Aber plus 4 öffentliche Ordnung. Forschungsrate. Hundert. Okay. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem. Aber öffentliche Ordnung ist gerade wichtiger. Wie kann ich euch. Da ist auch Minus. Das ist nicht gut. Minus Nahrung. Dann mache ich den mal weg und mache dafür irgendwas Öffentliches. Das gefällt mir gerade nicht ganz so sehr. Den mache ich mal kurz weg. Oh, Entschuldigung. Da hätte ich wieder ein Video zeigen können. Ja, schade. So. Zwei öffentliche Ordnung ist schon mal gut. Gut, dann würde ich sagen, wir haben schon wieder überzogen. Also überzogen nicht wirklich. Okay, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr habt eine wunderbare Woche. Und bis, ja, zum nächsten Mal. Bye.